Gusto ist der Name von einem renommierten Lehrlingskochwettbewerb. Am 17. März haben 9 junge Kochtalente diese Herausforderung angenommen und ihre Fähigkeiten unter sehr hohem Druck unter Beweis gestellt. Bereits im Vorfeld haben sich die Lehrlinge für den renommierten Kochwettbewerb qualifiziert und Arbeiten eingereicht. Genau 3 Stunden haben sie Zeit gehabt, um die eigenen Kreationen in der Praxis umzusetzen. Und das unter den Augen von einer strengen Jury. Bewertet worden sind unter anderem Arbeitsweise, Kochtechnik, Wareneinsatz und die Hygiene am Arbeitsplatz. Eine zweite Jury ist in Genuss vom Degustieren gekommen. Das Motto vom diesjährigen Kochwettbewerb hat geheissen: Tradition kreativ interpretiert. Will heissen, je kalte und eine warme Vorspeise aus Fisch und Biogemüse und Kräuter hat kreiert werden müssen. Im Hauptgericht sind 2 verschiedene Garmethoden oder Kochtechniken verlangt worden. Die grosse Sause mit Preisverleihung ist am nächsten Tag im Lakeside in Zürich über die Bühne an der Gusto Gala. Die Leistungen von allen jungen Kochtalenten ist gebührend gefeiert worden. Obwohl alle Finalisten grossartig geleistet haben, gewinnen kann leider nur einer. Der Gewinner vom Gusto 2016 heisst Silvan Oswald!